Als die Jahre vergingen, führte Adeline ihr unverändertes Aussehen auf eine Kombination aus gesunder Ernährung, Sport, Vererbung und Glück zurück. Adeline? Miriam, hallo? Mein Gott, du hast dich überhaupt nicht verändert. Oh, das ist wirklich sehr freundlich von dir. Fleming, du bist ganz erwachsen. Das erzähle ich meiner Mom auch immer, aber sie glaubt mir nicht. Tut mir leid, wir müssen jetzt los. Aber ihr seht wie Schwestern aus. Hör lieber auf, sonst steigt es mir noch zu Kopf. Wie ist das möglich? Eine neue Gesichtscreme aus Paris. Aus dem Gelee Royal der Bienenkönigin. Ist gut jetzt, ja. Liebes. Mach's gut. War schön, dich wiederzusehen. Adeline? Oh, tut mir leid, Sie müssen mich verwechseln. Wir sind von der staatlichen Ermittlungsbehörde FBI, Miss Bowman. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es recht ist. Wieso? Ich habe nichts Falsches getan. Ich bin eine gute Staatsbürgerin. Wie können Sie es wagen, mich an meinem Arbeitsplatz zu belästigen? Wir haben keine Wahl, Ma'am. Wir wissen nichts über Ihren Wohnsitz. Hier entlang, bitte. Kein Grund zur Sorge, Miss Bowman. Wir möchten nur einige Tests mit Ihnen durchführen. Adeline Bowman lebte ein normales Leben. Bis zu einer kalten Winternacht im Jahr 1935. Als etwas Unglaubliches geschah. Von diesem Moment an wurde sie nie mehr älter. Keinen einzigen Tag. Ich bleibe immer deine Mutter. Und du bleibst immer meine Tochter. Alles Liebe, Mama. Sehnst du dich nicht danach, jemanden zu lieben? Es ist nicht dasselbe, wenn man nicht zusammen alt werden kann. Ohne das bricht die Liebe dir nur das Herz. Dad, das ist... Adeline? Wie ist das möglich? Sie sehen genauso aus wie eine alte Freundin von mir. Wir standen uns sehr nahe. Ich weiß fast gar nichts über dich. Es ist besser so. Nein, ist es nicht. All diese Jahre warst du auf der Welt und hast nicht wirklich gelebt. Ich weiß nicht wie. Sag mir etwas, das ich festhalten kann, und ich lasse es nicht mehr los. Lass los.